Nistkasten Teil 3 Live-Beobachtungen über eine im Nistkasten befindliche Kamera. Wir haben den 4. April, das ist Tag 2 des Nestbaus unserer beiden Blaumeisen. Sind die Blaumeisen fleißig oder kommt es zu einer unnötigen Verzögerung am Bau? Schließlich sind wir in Deutschland und da ist Verzögerung am Bau was ganz Normales. Außerdem haben wir noch fast eine feindliche Übernahme des Nistkastens beobachtet, die gerade noch verhindert werden konnte. Früh am Morgen geht es schon los, hier kommt schon das erste Blaumeischen und will mit dem Nestbaum weitermachen. Es hat noch kein frisches Baumaterial dabei, will aber erst nochmals die Baustelle inspizieren. Zuerst zögert es etwas. Wer weiß, vielleicht hat sich ja über Nacht jemand in das Nest geschlichen und erstmal ganz vorsichtig reingucken. Ist da jemand? Ist da jemand? Ah, nein, ich kann rein. Alles sicher, sieht noch genauso aus wie gestern. Hallo, Paul, du kannst auch kommen. Unsere Paula schaut sich nochmal um und guckt. Hey, Paul, komm doch, trau dich her, alles nochmal inspizieren, ob alles noch in Ordnung ist. Raus mit dir, Paula! Ich guck mal, ich mach das Nest nochmal in Ordnung und dann geht's aber los. Ja, noch ein bisschen Platz machen und die Äste mit dem Kopf zur Seite drücken. Ja, das können natürlich nur kräftige Männer. Das meint zumindest unser Paul. Und hier kommt unser Paul aus dem Nistkasten und ab geht's zur Arbeit. Und da kommt auch schon wieder unsere Paula. Die Aktivitäten im Nistkasten, die zeigen wir erst später. Zuerst wollen wir dokumentieren, wie häufig kommen die Vögel zum Nistkasten. Später dann Eindrücke aus dem Nest. Und unsere Paula kommt wieder raus. Dann kommt Paul ohne Nistmaterial, traut sich nicht richtig rein. Dann geht er rein. Und dann kommt schon wieder Paula mit Nistmaterial. Und Paul, zack, ab. Paula arbeitet relativ lange im Nistkasten, bis sie dann wieder rauskommt. Und dann kommt noch jemand ohne Nistmaterial zum Kontrollieren, ob das auch alles richtig gemacht wird. Ja, ja, nicht schlecht. Und Paul mit Nistmaterial. Und gleich kommt er wieder raus, hat das Nistmaterial noch im Schnabel. Soll ich es doch reinlegen? Ja, ich tue es rein. Und zack, wieder weg. Und hier Paula, da kommt sie schon wieder raus und hat das Nistmaterial auch noch im Schnabel, verliert es kurz, hebt es wieder auf und dann, ich bring's doch rein. Wieder raus und habe ich das Nistmaterial richtig hingelegt? Sieht es hübsch aus oder muss ich es noch ein bisschen schöner dekorieren? Ich glaube, ich ändere es nochmal. Ich gehe nochmal rein und mache es hübscher. Nächster Anflug. Abflug. Und hier wieder Paul. Na, soll ich bei dem Wetter wieder raus? Ja. Unsere bienenfleißige Paula ist wieder da. Na, es wird so dunkel. Ich glaube, es kommt ein richtiger Regenschauer. Sollen wir jetzt kurz unterbrechen? Das schadet meinem Federkleid. Und da kommt wieder unser Paul. Soll ich rein? Naja, gut, gehen wir halt rein. Soll ich raus? Bei dem Wetter? Eigentlich können wir doch morgen weiterbauen. Muss das sein? Wie geht dieses bescheidene Wetter? Hier kommt Paula. Hier kommt Paul, guckt mal, was ich habe. Großes Ästchen, ich bring was. Hallo.
Es wurde also 27 Mal der Nistkasten angeflogen innerhalb des Beobachtungszeitraumes von 72 Minuten. Dies bedeutet Nestanflüge im durchschnittlichen Abstand von ca. 2,7 Minuten. Das heißt, unsere Blaumeisen haben sogar den fliegerischen Weltrekord der USA unterboten. Die Amerikaner haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges während der Berlin-Blockade Berlin im durchschnittlichen Abstand von ca. 3 Minuten mit ihren Rosinenbombern angeflogen, um Lebensmittel abzuliefern. Liebe Paula und lieber Paul, ihr beide seid sogar unter 3 Minuten. Chapeau! Plötzlich fängt es an zu schütten, was runtergeht. Da würde man nicht mal einen Hund vor die Haustür jagen. Und unsere Kohlmeisen? Und da kommt eine und schaut nochmal. Vielleicht will sie nur schauen, ob das Dach dicht ist. Und kurz danach kommt sie nochmals und verbleibt dann relativ lange in dem Nistkasten, bis der Regen etwas nachgelassen hat. Längere Zeit später schaut Paula vorsichtig aus dem Nistkasten. Nee, ich glaube, das ist noch nicht gut für meine Frisur. Nee, ich bleib noch im Nistkasten. Plötzlich zeigt das Handy niedriger Batteriestand der Kamera im Nistkasten. Bitte aufladen. Gott sei Dank haben wir ein langes, 5 Meter langes Ladekabel. Hier hängt es und ist wasserdicht in einer entsprechenden Plastiktüte aufgehängt. Bei diesem, Pisswetter, da öffnen wir die Tüte nicht sorgfältig, sondern wir reißen sie schnell auf, damit wir schnell das Kabel haben und nicht völlig durchnässt werden. Dann nehmen wir das Ladekabel unseres Handys. Wir diskonnektieren das Kabel vom Stecker. Wir benötigen nur diesen großen Stecker. Und hier, da stecken wir unseren USB-Stecker unseres 5 Meter langen Ladekabels ein. Stecker in das Verlängerungskabel, beides in den Blumentopf mit einem Brett abdecken. Denn weder meine Wenigkeit noch die beiden Vögel sollen frühzeitig am Stromschlag versterben. Inzwischen haben wir 8.36 Uhr und konzentrieren uns auf die Innenbeobachtungen. Es ist jetzt kurz vor 8.38 Uhr und schon wieder wird Nistmaterial antransportiert. Schon 8.40 Uhr wurde das nächste Material angeliefert und so weiter. Eine Stunde später, wir haben einen Sprung gemacht, da sitzt Paula und macht sozusagen eine Probebrütung. Sie sitzt und schaut, lässt sich denn hier später tagelang ganz gemütlich brüten. Nicht übel, aber noch ein bisschen müssen wir das Nest verbessern. Also gleich geht's weiter. Und plötzlich, was passiert da? Da guckt einer vorsichtig rein. Wohnt hier jemand? Ist die Wohnung frei? Ich traue mich nicht reinzugucken, vielleicht ist ja jemand drin. Ein großer Vogel, der mich frisst. Hallo, ist da vielleicht jemand? Das wäre schön, die Wohnung. Ah, aber, hallo, ist da jemand? Nochmal, ich guck nochmal. Ah, nein, ich traue mich nicht. Wer weiß. Hallo. Wer weiß. Soll ich rein? Nein, ich traue mich nicht. Wer weiß, was da drin ist. Soll ich mich trauen oder doch nicht? Weiß nicht so richtig. Soll ich? Soll ich nicht? Ich glaube, ich rufe jetzt mal energisch. Hallo, bin da, wer noch? Keiner antwortet, das ist schon mal gut. Hallo, bin da, wer noch?
Ich habe auch niemand gesehen. Ah. Hallo, bin da. Wer noch? Hallo, bin da. Wer noch? Hallo, bin da. Wer noch? Ich glaube, ich kann da jetzt reingehen. Einmal rufe ich vorher noch. So, jetzt aber nichts wie rein in das Apartment. Und plötzlich kommt Paul um die Ecke und ab zischt das Vögelein. Abends kurz nach 19 Uhr, Paula ist völlig fertig. Kurz nach 20 Uhr, Paula schläft tief und fest und träumt von 4 oder 5 quietschlebendigen kleinen Vögelein, die sie hoffentlich demnächst ausbrüten kann. Da, ein Geräusch, was war das? Nee, ich glaube, das war nichts. Dann wieder weiter schlafen, Kopf in die Federn aufblustern und dann ist schön wohlig warm und dann schlafen wir noch ein bisschen.